Wir haben gerade jetzt nicht abgesprochen, wer anfängt. Also ich anfangen oder aufhören? Eigentlich würde ich lieber gerne anfangen. Ja, dann fang an. Aber setz dich richtig hin. I'm sorry, Mom. Hallo und welcome back, früher als erwartet, denn besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen und damit direkt zu unserem Ukraine-Tag und zu unserem Friedensgebiet. Am Freitag, den 4.3., trafen sich SchülerInnen der Jahrgangsstufen 8 bis 13 und einige LehrerInnen auf dem Schulhof, um eine Friedensandacht als Akt der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu veranstalten. Aufgrund der aktuell immer schlimmer werdenden Lage wurde dieses Projekt sehr kurzfristig auf die Beine gestellt. Die treibenden Kräfte waren hier Frau Kuhn, Frau Dicker, Herr Schnur und Herr Heck. Zu Beginn startete Herr Schnur mit einigen mitfühlenden Worten für die Ukrainer. Die Veranstaltung wurde musikalisch begleitet von einer Band bestehend aus Herrn Mann, Herrn Schnur, Frau Linde, Herrn Kretzer, Frau Kinkel und Frau Kuhn. Neben dem israelischen Volkslied Shalom Sheverim wurden Lieder, die für den Frieden einstehen, gespielt, wie zum Beispiel Imagine von John Lennon und No von Bukahara. Nach der musikalischen Begrüßung haben sowohl Herr Jüngst als auch der Bürgermeister Herr Steffen Moos sich solidarisch mit der Ukraine positioniert. Herr Jüngst hat uns SchülerInnen noch einmal darauf aufmerksam gemacht, dass unsere Schule ein Austauschprogramm mit einer ukrainischen Schule führt, welches wegen Corona in den letzten 2 Jahren unterbrochen werden musste. Einige Schüler haben den Artikel 3 des Grundgesetzes vorgelesen, der folgendermaßen lautet: Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen und politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Um der Religionsvielfältigkeit unserer Schülerschaft gerecht zu werden, waren Vertreter verschiedener Religionen anwesend, um zu beten und ihre Solidarität gegenüber der Ukraine auszusprechen. Zu Anfang ergriff der Pfarrer Albrecht der evangelischen Kirche in Eiserfeld das Wort. Danach richtete Erol Ugusan, ein muslimischer Vertreter der deutsch-türkischen Akademiker, sich durch seinen Dolmetscher an die SchülerInnen. Als jüdischer Vertreter war ein Rabbi anwesend, der den SchülerInnen die Schwere der Lage erklärte und mit ihnen betete. Nachdem ein Auszug aus der UN-Menschenrechtscharta von SchülerInnen vorgetragen wurde, wurden Fürbitten und Wünsche vorgelesen. Nach diesen ganzen bewegenden Worten wurde es dann jedoch still. Alle Anwesenden setzten durch eine Schweigeminute ihr Zeichen. Zum Schluss sendeten die SchülerInnen ihre Fürbitten und Wünsche mit blauen und gelben Luftballons in die Luft. Die Gesamtschule Eiserfeld positioniert sich ganz klar mit der Ukraine und gegen Krieg. Wir haben noch ein Video bekommen von unserer Austauschschule in der Westukraine von den 3 Schülerinnen Lisa, Nastja und Sascha. Hi. Hey. My name is Sascha. Nastja Thomas. This is Lisa. I'm 19 years old. And on 24th of February, I woke up from a terrible explosion sound. Because of the phone call. In my hometown, Brode, which is west part of Ukraine near Poland. Parents of my friend called her and said, Sophia, that's her name, pack your things immediately. We are going out of the country because the war has started. That was 5 a.m. and since that time my life's changed and I don't know how to describe it. It turned out into a hell. At the moment, I'm in Lviv in Western Ukraine. Now I'm an exchange student in Belgium, but it doesn't make the situation easier. I'm in my school, in my second home in Brody Ventus Gymnasium, which also took part in a school exchange program with German school in Siegen. I'm here because of the war. Right now we are volunteering from morning till night, trying to help our soldiers to fight. My future and future of every Ukrainian broke up into small pieces. I understood the one thing. Ukraine is so strong that anybody has ever thought. Ukraine is so strong that people stop tanks with their bare hands. But I believe as soon as possible, this hell on the earth will go to the end. Life will overcome death and world darkness. Slava Ukraini!
Героям слава. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, unterstützt unsere Schule ein Programm von Spenden, die tatsächlich bis in die Ukraine gefahren werden. Wenn ihr noch spenden wollt, könnt ihr das gerne bis Ende der Woche tun. Ansonsten hoffen wir, euch hat die kleine Sondersendung gefallen. Unsere normale Sendung kommt schon in den nächsten Tagen und bis dahin folgt uns gerne überall. Überall. Außer im echten Leben, das wäre creepy. Ja, das würde ich mich auch freuen, wenn ihr das mitmacht.